Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der Vorabend von Karls Geburtstag und wir nehmen euch jetzt mal mit zu unseren Vorbereitungen. Es gibt nämlich ein bisschen was zu tun. Ich habe hier meinen fleißigen Assistenten, der war nur in der Spiegelung zu sehen. Wir werden jetzt zwei Kuchen backen. Das eine wird ein ganz normaler Blechkuchen auf dem Blech für den Kindergarten sein. Und das andere wird das erste Bananenbrot meines Lebens. Und dann ist es auch noch eine Backmischung. Bananenbrot? Ja. Jedenfalls habe ich gesagt, ich werde nie in meinem Leben Bananenbrot backen. Dann habe ich die Backmischung gefunden. Wir werden sehen, was draus wird. Viel Spaß mit dem Video. Achso, und wir werden dann gleich noch dekorieren. Dafür haben wir heute schon mal provisorisch zwei Nägel eingeschlagen. Karl ist jetzt im Bett, jetzt können wir nicht mehr irgendwie Krach machen. Genau. Ich freue mich sehr. Und ich hoffe, ihr freut euch auf das Video. Lasst euch inspirieren in Sachen Partyvorbereitung. Und ja, viel Spaß. Schon gesehen habt, sind wir jetzt mit Dekorieren soweit erstmal durch. Das sind jetzt nur die Geschenke von uns. Wir haben auch Geschenke noch von anderen Leuten schon hier. Die kriegt ihr am besten später. Die sind nicht farblich passend verpackt und er muss ja auch nicht alles früh morgens gleich kriegen. Die Pflanze hier wird leider gelb. Als ich die gekauft habe, war die noch komplett zu. Ich dachte, die wird weiß, aber es ist schon okay. Genau. Dann seht ihr jetzt hier nochmal. Das Licht ist halt echt schlecht, weil wir hier gerade nur diese eine Lampe haben. Die Lampe hier oben, die ist ja noch nicht angebaut, aber die wird bis zu seiner zweiten Feier mit der Familie, also am Wochenende wird die noch angebaut. So, haben wir das hier jetzt nochmal. Ich finde das total cool, dass man hier einfach diese Fläche mit dem Fenster hat, wo man da dekorieren kann. Dann haben wir hier oben noch die Ballongirlande. Wenn die Lampe dann angebaut wird, dann schlagen wir hier einfach hier noch einen Nagel ein und spannen das dann nach hier so rüber oder so. Genau, also so sieht es jetzt hier erstmal aus. Ich finde es richtig, richtig cool. Und der eine Kuchen ist fertig geworden in der Zeit. Der wird jetzt gleich dekoriert. Für den Kindergarten ist auch fertig. Ich habe mir große Mühe gegeben, ich kann euch ja mal das Bild zeigen, diesen Dinosaurier abzuzeichnen. Also, der sieht jetzt vielleicht ein bisschen eckig aus, aber grundsätzlich kann man schon erkennen, was das ist. Kuchen in anderen, das ist ein bisschen, naja, war ein bisschen eng hier, für die Feier zu Hause. Der wurde jetzt noch dekoriert, das habe ich nicht mit Zeitraffer, aber das war ja nur ein bisschen Schokoladen, diese coolen Riesenpunkte und die Zuckerschrift. Genau, hier drüben ist alles soweit fertig und ja, morgen früh machen wir die Lichterkette an. Stellen den Kuchen, den habe ich gerade aus dem Kühlschrank geholt, der kommt dann gleich wieder rein, stellen den Kuchen dann noch hier hin und ja.
Dann bin ich sehr gespannt, was Karl morgen früh sagen wird, wann er aufwacht, was er dann als erste Reaktion, also früh morgens, wenn er aufwacht, ob er dann so gleich dann sich noch erinnert, dass er dann wirklich Geburtstag hat oder ob er nochmal nachfragt. Und wenn er dann hierher kommt, was er dann so sagt. Ich bin so aufgeregt, ich freue mich so, aber wir müssen jetzt echt dringend ins Bett. Es ist kurz vor Mitternacht. Das heißt, gleich hat Kali schon Geburtstag. Und er wird bestimmt morgen früher aufstehen als sonst, denke ich mal. Wir wollen morgen Abend Raclette machen und dafür müssen wir dann morgen noch einkaufen. Wenn Karl im Kindergarten ist, wir haben auch bewusst gesagt, er geht in den Kindergarten, damit er dieses Kindergarten-Geburtstagsfeier-Feeling da mitkriegt. Ich glaube, da freut er sich nämlich auch riesig. Und er ist halt nur kurz im Kindergarten. Und schmeckt es nach Zitrone? Das ist ja auch nicht so extrem. Ja, doch schon. Ja, schmeckt halt nach einem Blechkuchen. Das schmeckt nach Blech, hast du recht. Nach Blech, ja. Genau, und in der Zeit können wir dann nämlich noch einkaufen fürs Raclette, damit es alles super frisch ist. Und dann machen wir zum Abendbrot Raclette. Da freut er sich auch schon. Das hat er, soweit ich jetzt weiß, noch nie gemacht. Ich habe ihm das halt so erklärt, dass jeder so seine eigene kleine Pfanne hat und sich sein eigenes Essen kochen kann. So ist es ja auch. Ich glaube, das wird für ihn der ultimative Spaß, da sich irgendwas zusammenzustellen. Dann wird es halt ein bisschen durchgegart und dann kann er es essen. Also ich glaube, da haben wir doch noch eine relativ gute Lösung gefunden. Was wir mit ihm so zum Abendbrot anlässlich seines Geburtstages essen können. Genau. Jetzt geht's aber erstmal ins Bett und wir sehen uns morgen wieder. Ich wollte es eigentlich schon lange mal für Karl so einen Heliumluftballon zum Geburtstag. Da wird er sich bestimmt auch sehr freuen. Und hier ist noch der Einkauf fürs Raclette und das zeige ich euch jetzt mal, was wir alles dafür geholt haben. Das Raclette steht im Übrigen da. So. Also, ach so, nee, die wollte ich gar nicht zeigen. Das ist unser Mittagessen für jetzt. Ich muss vermutlich aber das Stativ anderswo aufstellen. Das sollte nicht auf dem Ofen stehen, wenn du Essen machst. So, wir haben Knoblauchbaguette, das muss wieder gefroren werden. Das kannst du gleich wieder da rein tun. Wir haben einen Brokkoli, wo wir so kleine Röschen schneiden werden. Dann Nürnberger für obendrauf. Reibekäse, es gab keinen Raclette-Käse. Wie sieht denn mein Haar eigentlich aus? Es gab keinen Raclette-Käse. Der meinte, das ist nur saisonal, also wenn Weihnachten so ist, keine Ahnung. Die musste erst sauber machen. Hä? Was tust du? Im Ofen? Was im Ofen? Na das? Die sollen in den Ofen? Können Pfanne, Ofen, Ach Grill. so. Ich muss da ran. Was denn? Ich brauche Backpapier. Ja, mach doch. Das hat nichts mit dem Raclette zu tun. Ich zeige euch einfach den ganzen Einkauf. Dann eine Cocktailsoße und eine Knoblauchsoße. Normale Wiener Würstchen. Noch mehr Reibekäse. Noch mehr Reibekäse. Hat auch nichts damit zu tun. Eine Paprika. Einmal Bindeln. Nochmal Baguette. Die müssen auch noch schnell in den Gefrierschrank. Pilze und Hühnchen, zwei verschiedene Sorten, Minutenschnitzel, die müssen dann auch noch klein geschnitten werden, die sind schon mariniert. Einmal Kidneybohnen, noch mehr Würstchen, Ketchup. Das hat auch nichts damit zu tun, das war in der reduzierten Ecke, das ist Glühweingewürz. Kichererbsen, so jetzt die eine Tüte leer. Tomaten. So, dann habe ich noch Getränke für heute Abend. Ich weiß nicht genau, was Karl möchte. Man kann das ja auch mischen. Also, das ist jetzt Erdbeersaft. Dann ist hier erstmal noch eine Dose Mais. Hier gibt es noch Orangensaft und Bananensaft. Eine Tzatziki-Soße. Ich hoffe, dass die anders schmeckt als die normale Knoblauchsoße. Also mehr nach Gurke oder so. Das wäre cool. Dann noch ein Orangensaft. Einen Himbeersaft. Toastbrot, das hat auch nichts mit heute Abend zu tun. Wir haben ja schließlich die Knoblauchbaguettes. Ja, noch einen Bananensaft. Ich glaube, wir müssen hier erstmal aufräumen, weil jetzt steht hier alles voll. Das hat eigentlich auch nichts mit heute Abend zu tun, obwohl die sieht ja übelst grün aus. Okay, ich glaube, die können wir erst morgen essen. Und das hier sind Knödeltabs, die waren auch reduziert, weil die irgendwie scheinbar offen waren. Genau, das war's. Und wir räumen jetzt schnell den Einkauf weg und dann holen wir zeitnah auch Karl. Da kriegt er die Geschenke von
Omas und Opas und so. Ja, und dann irgendwann müssen wir auch das Raclette vorbereiten. Da hoffe ich dran zu denken, nochmal einen Zeitraffer zu machen. Möchte ich das Video gerne beenden. Ich zeige euch noch eben, okay, hier kommt gerade Karl mit seiner Heliumzahl. Ich möchte euch eben noch mal kurz die Geschenke zeigen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die alle auf dem Tisch liegen, aber viele. Noch mal einen kleinen Überblick verschaffen. Und zwar sieht es jetzt hier so aus. Das hier hat er im Kindergarten bekommen. Total cool. Und die zwei Bücher, da sind auch vom Kindergarten. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Sofort. Hier ist auf jeden Fall noch was. Ich weiß nicht, warum die Dinger da liegen. Genau, und hier der Rest. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, den Raclette-Zeitraffer habt ihr gesehen. Der ist ja jetzt noch gar nicht entstanden. Es ist ja noch... Okay, ich sehe die Uhr nicht wegen der Deko. Es ist noch Nachmittag, wir machen gleich das Raclette. Aber ich habe das jetzt vorher noch eingeblendet. Genau, ja, ich bin selbst jetzt mal sehr gespannt, was im nächsten Video so passiert. Ich plane jetzt wirklich irgendwie nicht mehr langfristig, sondern von Video zu Video. Und wenn halt irgendeine Gelegenheit ist, so wie halt jetzt, also das ist halt von der Zeit her, Karl hat Geburtstag und ich möchte sowieso die Vorbereitungen teilen, dass es dann passt. Das ist dann auch ziemlich cool, finde ich. Genau, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch denn gefallen hat, einen netten Kommentar hinterlasst. Genau, und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.